Moin Moin, meine Freunde! Hier sind wir wieder am Start. Mit Model Shell. Ich habe ein wenig Pause gemacht. Und ein wenig Abstand von dem Spiel genommen. Weil es mich zu Tode getriggert hat. Und jetzt machen wir halt ganz normal weiter. Ich habe mir 2 Tage Pause genommen. Also ich habe vorgestern das letzte Mal Model Shell gespielt. So. Deswegen... Jetzt machen wir das nochmal ganz vernünftig, ganz entspannt. Kein Problem für uns. Inshallah. So, wir müssen halt immer aufpassen wegen der Scheiße. Genau, Fokus D, Dankeschön. Ja, ich darf nicht rollen. Ich darf einfach nicht rollen. Ey, ich wollte nach hinten rollen, aber weil ich den anvisiert habe, rollt er automatisch runter und ich hasse es. Weil ich kann nicht nach hinten rollen, wenn man anvisiert hat. Weil er immer versucht drumherum zu rollen. Och man, das war free. Das ist auch nicht schwierig. Ich muss dann den Schaden halt mitnehmen. Es geht halt anders einfach nicht. Es ist halt so. Ach man. Ja gut, ich bin jetzt wenigstens nicht mehr so triggert wie das letzte Mal, deswegen ist alles okay. So, rennen wir ja natürlich kurz ganz schnell hier durch. Ja, dankeschön. Und dann hier nochmal. So. Ist es eigentlich schneller, wenn man rollt? Ich weiß es gar nicht. Weil der rollt halt extrem schnell, ne? Wie? Scheiße. Schreien die eigentlich immer auch so viel? Ich kann halt nicht rollen, sonst falle ich halt wieder runter. Ich sterb halt, wenn ich rolle. Das ist voll belastend. Ja. Was war das jetzt für eine Logik, Digga? Erzähl's mir logisch, bitte. Welche Logik war es denn jetzt bitte wieder, dass sie kein Knockback bekommen hat. Och man, ich hasse es. Normalerweise, wenn ich die jetzt gleich angreife, sie ist dann Lock des Todes. Jetzt springe ich sie einmal an. Ne, ja, ich greife sofort wieder an. Das fuckt mich richtig ab. Entweder du bist dann locked oder du bist nicht dann locked. Aber entscheid dich. Dann weiß ich ja, wie ich drauf reagieren muss, Digga. Mann, das ist schon nervig, bin ich ehrlich. Ach man. Ich komme da wieder nicht durch. Da. Das hier ist mein absolutes Hassgebiet bisher. Voll das Schmutzgebiet, ich schwöre. Ah. So. Rennen wir kurz nochmal durch. Ich bin mir nicht sicher, ob das schneller geht, als wenn man das läuft. Aber es wirkt einfach extrem schnell, wenn man das macht. Guck mal, jetzt gucken wir einfach mal, ne? Jetzt greife ich die an. Und sie ist gestunlocked. Warum gerade eben nicht? Ja. Voll nervig, ja. So. Nochmal. Wie? What? Wo ist mein Auto-Attack hingegangen? Wo ist er hin verschwunden? Wo ist mein Attack hin verschwunden? Hallo?
Was war mit meinem Attack, der nach dem Dings folgte? Der nach der Versteinerung hätte kommen sollen? Hä? Ich will das nicht mehr machen. Lass scheiß mal drauf, wir rennen da jetzt einfach durch. Ich habe da gar keinen Bock mehr, Digga, die alle zu töten. Das ist einfach nur eng und nervig. Die Gegner sind nicht schwer, aber das ist einfach ein Millimeter. Wenn ich jemanden anvisiert habe, dann rolle ich halt so komisch zur Seite und werde wieder abgefuckt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Meine Fresse. Sei mal ehrlich, wieso muss man immer so machen? Jetzt gehen wir hier wieder durch. Wir rennen das jetzt einfach komplett durch. Scheiß einfach auf alle, Digga. Oder sollen wir die ersten trotzdem mitnehmen? Und danach, damit man sich so ein bisschen besser umschauen kann. Wäre natürlich auch eine Idee. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Geht das schneller oder ist Laufen schneller? So, ja, die nehmen wir noch mit, weil hier müssen wir sowieso vorbei. Scheiß mal die an der Seite jetzt. Ich renne das jetzt wirklich einfach durch, Digga. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Auf die habe ich auch keine Lust. Ja, weil die schießt da hinten. Wer würde nicht schießen? Aua. Scheiß einfach mal auf die alle. Guck mal, da haben wir wieder Schwester Genessa Messer. So. Und fertig ist. It is not your mind unraveling, but our world. Our senses betray us. Our surroundings are immutable, even knowable. Okay. But nothing is certain within the sanctum of the revered. A curious blessing. My old kin do not shy away from these troubling inconsistencies. Instead, they welcome and embrace them. They worship at the feet of those rapturously twisted and reborn. So, calm yourself and take a sip. Take a sip, yay! Ja, wir können sowieso nichts machen, weil wir kein Tar haben. So, aber wir sind jetzt full life. Geht da stark davon aus, da geht's Richtung Boss vielleicht. Oder da? Hab keine Ahnung, was wir jetzt hier vorne haben. Aber kommen die echt beide gleichzeitig? Ah. Wenigstens muss ich die auf die da, kann ich auf die da hinten scheißen. Oh mein Gott, jetzt habe ich den auch getriggert, Digga. Mann. Kann ich aber weggehen? Der hat zum Beispiel keine Lust mehr. So. So, damit bist du dead. Oh, der hatte gar keine Lust mehr. Gott sei Dank. Gucken wir mal hier oben, was bei der Statue ist. Man hört aber keine Musik, lol. Ah, jetzt reagiert die aber. Was ist denn auf der anderen Seite, bevor wir jetzt dahin gehen? Was haben wir hier? Do we have something here too? Weiß ich nicht. Sieht nicht danach aus, dass hier irgendwas wäre.
Nee. Vielleicht hier? Ja, schau mal einer an. Inschrift. Wir erinnern uns nicht länger an unseren Namen. Wir sind viele, entlernt und erneut in ein menschliches Gefäß gefüllt. Eine tröstliche Illusion. Deine Augen weigern sich, unsere grenzenlose Form anzuerkennen. Doch weder Zeit noch Form kann uns beschränken. Okay. So. Ja, dann gucken wir uns die mal jetzt an, ne? Bevor wir da gerade rechts lang gehen, weil wenn da das Schwester Ganessa steht, heißt das wahrscheinlich, dass es da dann Richtung Bossfight geht. So. Ja, dann kümmern wir uns jetzt irgendwie um die. Als erstes halt die hier, das ist am wichtigsten. So, jetzt haben wir die. So. Ah, lol. Ja, bei 2 ist schwierig. Ah, perfekt. Beide dead. Schön. Ich höre da zwar oben noch was, aber da sind trotzdem beide dead. Das ist doch schon mal was. Haben wir hier unten irgendwas liegen? Nee. Gucken wir mal, was da oben ist. Oh, er schießt, Digga. Oh mein Gott, are you for real? Da ist noch einer. Wo denn? Ich sehe nichts. Oder war das nicht? Ja. Genau das dachte ich mir, Digga. Ich habe keine Ahnung, wo der schießt, Digga. Böse, gefährlich. Okay. Es ist so fucking eng, ne? Da geht's auf jeden Fall nochmal hoch. Hier geht's auch irgendwo lang. Ne, hier ist Ende. Okay, gut zu wissen. Schießt da oben irgendwo. Ich sehe den nicht. Okay, kurz an der Nase kratzen. So, hier müssen wir jetzt hoch. Ist nix. Da ist ja jemand. Hello. So, damit habe ich auch dich. Schön. Und jetzt hören wir Geister. Was ist denn das hier oben? Lol. Immer auf Nummer sicher gehen. Das Problem ist ja, da sind ja richtig viele wieder. Richtig viele Dudes. I don't like that. Ich will erstmal den Geist da hinten haben. Ich weiß nicht, ob die getriggert werden, die unten. Sieht nicht so aus. Das ist ein cooler Tempel auf jeden Fall. Haben sich schon einen schönen Schlafplatz hier ausgesucht. Oh, hätte man auch von der anderen Seite reinkommen können? Nee, da geht's aber weiter, glaube ich. Das. Ja, die roten hört man ja immer. Wir wollen aber die immer als erstes haben.
dann haben wir auch dich. Oh, shit. Okay. Nee, das sieht aus, als würde man da runterfallen, Digga. Gefährlich. Digga, wieso laufen die so komisch? Die Schlange wird die ganze Zeit gegen die Wand. Du sollst hier hinkommen, genau. Leute, der schlägt auch mit seinem Ding. Das wusste ich gar nicht. Ja, da runterzufallen wäre nicht nett gewesen. Er ist wieder von da oben angeschossen. Da geht's halt noch weiter hoch. Holy shit. Okay. Ja, dann müssen, kümmern wir uns erstmal um das hier, oder? Ich möchte eigentlich nur einen einzigen von triggern, aber... Ich möchte halt an das kommen, was da liegt. Sieht halt interesting aus. Interesting. Ja, haben wir hier irgendwas noch? Ja, da stehen wieder ein paar Dudes. Mehr als ein paar. Ja, ich will jetzt erstmal meine HP nicht verbrauchen bei denen. Versuchen, wir müssen es nämlich jetzt an die hier wagen. Kommt ihr? Kann ich euch so ein bisschen triggern? Die Musik spielt hier einfach nicht, das ist voll komisch. Okay. Die beiden habe ich jetzt. Wir spielen am besten im Kreis herum, sollten nicht da, nicht zu weit dahin gehen. Ah, aufpassen. So, jetzt haben wir ihn. Und tschüss. Hier kommt jetzt der letzte. Oh ja, wir können uns wieder, wir können wieder sterben. Ja. Wenn man oft genug Gegner tötet, dann reicht es. Nice. So. Und tschüss. So, was habt ihr hier verteidigt? Ich hoffe, das tötet mich nicht, das Ding. Verdorbener Nektar. Nicht zum Verzehr geeignet. Ist das bei Verbrauchsgütern? Ja. Sollen wir es probieren? Reiß dich aus deiner Hülle. Oh, wow. Dafür habe ich diese ganze Scheiße jetzt gemacht. Lol. Ja gut, dadurch kann man sich voll heilen, glaube ich, nochmal. Aber trotzdem. Wow. Wie useless. Für mich. Ich weiß nicht, ob das andere Leute gebrauchen können. Für mich ist dieses andere useless. Genau, komm, du zuerst und dann gucken wir, was da noch ist. Das ist echt großer Tempel noch. Ich dachte, jetzt wird nur noch Bossfight kommen oder so. Ich dachte nicht, dass du noch so groß wärst, bin ich ehrlich. So, jetzt komm du. Ganz genau du. So, jetzt bist du auch tot. Jetzt haben wir dich, mein kleiner Freund.
wenn man echt da drunter landet, das macht, das tut weh. Ja, jetzt ist er dead. Und tschüss. Oder natürlich. Jetzt. Tschüss. Okay, was haben wir denn noch hier versteckt? Irgendein kleines Geschenk für mich. Nicht? Gut, was ist denn dann hier? Ja, dass wir hier sind, war mir bewusst. Ist hier vielleicht was versteckt? Wäre ganz nice. Ja, hier ist was versteckt. Einblick der Zuneigung. Cool. So, war es ja doch nicht komplett waste, dass wir hier lang gegangen sind. Ja, und dann ab, als nächstes geht es dann schön zum... wie heißt es? Da hoch, weiter nach oben. Ich weiß gar nicht, kommen wir da ganz hoch oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da wieder Dudes mit Pfeil und Bogen. Oder Armbrust halt. Die uns das Leben schwer machen. Aber naja. Da wird wahrscheinlich gleich irgendjemand stehen. There we go. Die merkt das gar nicht, Digga. Die ist ja absolut blind. Danke dafür. Großen Bolzen nehme ich natürlich mit. So, und dann weiter hoch. Okay, das geht weit hoch. Das höre ich irgendwie da hinten noch. Keine Ahnung. So. 2, 3. Und jetzt bist du dran. 1. Oder ist es weiter oben noch? Es kann auch sein, dass es noch weiter oben ist. Ja. Oh mein Gott, das ist ja noch gar nicht das Ende. Achso, hier ist was zum Heilen. Ich glaube, hier runter sollte man nicht. Ist keine gute Idee. Darunter auch nicht. Gut, dann geht's weiter hoch, ne? Weiter nach oben. Ja, Digga. Komm mal hier runter kurz, bitte. Kann ich die da baiten? Digga, gar keinen Bock da oben zu falten. Sei mal ehrlich. Gut, ich hitte die von hier oben irgendwie. Wenn man diese ganze Scheiße hier nicht machen muss. Oh. So, jetzt bist du tot. Das ist nämlich gefährlich immer hier. Und damit ist der dead. So, ich glaube, das ist der letzte hier. Meine Fresse aber auch. Endlich. So. Ich glaube, wir sind... Oh mein Gott. What the fuck, man? Wohin geht das, Digga? Und hier unten sind ja auch noch so Teleportiersteinchen. Wohin führen die denn jetzt? Probieren wir es mal aus. Wohin teleportieren wir uns? Sind wir hinter denen? Ich glaube schon. Gucken wir mal kurz. Ich weiß nicht, ob es das uns einen Vorteil gibt.
Von wo kamen wir? Da wollen wir hin. Wir kamen, glaube ich, von rechts einfach da hinten. Da oben waren wir, glaube ich, irgendwo. Alles klar. Digga, wie viele das wieder sind. What the fuck, man? Warum muss ich die alle töten? Sei mal ehrlich hier. Ich muss hier wieder aufpassen, es ist sehr eng und ich will hier echt nicht nochmal hoch. Also wirklich nicht. Hier dürfen wir niemals sterben. Das wäre, das würde mich zu Tode triggern. Wirklich. Oh lol, ich hab reingeschissen, Digga. Ich hab wirklich einfach... Ich hasse es, wenn das passiert. Ey, wieso wird man denn so weit weggeworfen? Ich hab gar keinen Bock mehr da drauf. Jetzt muss ich 800 Etagen wieder hoch. Die gehe ich nicht hoch. Scheiß drauf, was da ist. Ich gehe da nicht wieder hoch. Das dauert Ewigkeiten, bis ich da oben bin. Digga, nee. Vielleicht war rechts ja auch nicht der Bossfight, so wie ich dachte. Sondern hier nur so ein scheiß Checkpoint. Und hier hinten ist aber nix. Und ich muss da halt wirklich... Ja, ich muss da, denke ich, einfach wirklich hoch. Alter, ich sehe, das liegt nur eine kleine Sache einfach. Wow. Ohne Spaß, wie kann man so sein? Wirklich. Ja, das war's. Das war alles hier rechts. Wir müssen da wirklich hoch, Digga. Ey. Also, dass es da oben dann nicht so einen Aufzug gibt, damit man den Weg nicht nochmal hochgehen muss oder so. Das ist doch zum Kotzen. Und ich bin halt wieder runter, einfach gestorben. Gut, ich gebe zu, ich habe da reingeschissen. Ich hätte halt nicht steinern, für mich nicht versteinern dürfen. Aber sei mal ehrlich jetzt. Also, was soll denn das? Guck dir das an. Wie komme ich denn jetzt hier vorbei, Digga? Ich glaube, ich kann ja... Ich renne hier einfach so gut, wie es geht, halt vorbei. Aber die schießen ja trotzdem, die Dudes. Und hier ist so ein bisschen eng. Ja, gut, warte, die töten wir kurz. Oh, die dann kommen ja alle mit hoch. Dann waren wir hier. Hier. So. Dann hier entlang. Dann gehen wir aber mal hier lang. Scheiß auf die alle. Kürzen wir ein bisschen ab. Sollen die alle hinterherkommen, Digga? Wir haben sowieso eine ganze Kolonne schon hinter uns. Also juckt jetzt ein bisschen auch nicht. Ein bisschen mehr juckt jetzt auch nicht mehr. So, hier durch. Ich merke halt, Alter, wie hoch das ist. Wie viele Leute wir hier getötet haben. Das ist halt crazy, Maisie. Aua. Scheiße. Wohin schlägst du, Digga? Wohin schlägst du, Digga? Ja. Wirklich, ohne Spaß. Wohin hast du denn bitte geschlagen? So, jetzt müssen wir hier entlang. Hier hoch. Da unten, ich sehe gerade, da ist ja auch was. Ich dachte mir schon, dass da irgendwann so ein Ding da was sein wird. Müssen wir hier entlang. Und da rein, Digga. Null. Boah. So, lass mich bitte hier eine Ding sein, in der ich reingehen kann. Lass da bitte eine Seele sein. Nicht einfach nur rotes Zeugs da liegen haben. Ich habe einfach zu wenig AP. Ne, es liegt einfach nur rotes Zeugs hier. Och man, Digi. Was soll die Scheiße denn? Hier ist es halt so eng. Komm doch jetzt hier hin, bitte. Alter.
Ja, ich fall wieder runter. Ich ist zum Kotzen, Digga. Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Die bewegen sich dann halt auch nicht dahin, wo du dich hinbaitest. Das ist doch Schmutz. Komm doch mit, Digga. Und dann fall. Ich sterb halt nur durchs Fallen hier. Ich wäre. Okay, ich komme aus der Shell raus. Ja, ich fall halt runter, weil es halt einfach zu eng ist. Ja, was soll denn das für eine Scheiße, Digga? Jetzt muss ich halt wieder 800 Kilometer da hochrennen. Alter, Mann. So, jetzt klettern wir hier wieder hoch. Digga, wieso stirbst du denn an meiner Dreier-Kombo nicht? Hast du doch normalerweise mal. Jetzt habe ich wieder hier verloren, weil ich komme da nicht anders vorbei. Ah. Hier vorbei. Hier drunter. Hier weiter. Ey, und ich find's kacke, dass hier einfach keine Shell liegen bleibt. Das ist richtig Schmutz. Einfach nur Schmutz. Also, dass man wieder reingehen kann. Wie schnell der jetzt geschossen hat, Digga. Hat der vorher nie gemacht. Als wüsste er schon, Digga. Hatte schon einen Armbrust rausgeholt. Lass mich hier bitte durch. Theoretisch wäre es hier sogar vielleicht klüger, einfach zu sterben, damit. Weil, wenn ich aus der Shell komme, dann fliege ich halt höchstwahrscheinlich wieder raus. Das ist halt Schmutz. Außer da ist jetzt eine Shell, Digga. Das wäre einfach delicious. Lass mich bitte wieder voll heilen. So, jetzt hier durch. Boah. Okay. Aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht so sein wird. Ja gut, wenn man runterfällt, dann kann da auch gar nichts kommen, richtig? Ja. Wenn man so stirbt, kommt die dann. Digga, aber ich. Das ist mir jetzt gerade so scheißegal, ne? Ich kann da halt nicht fighten, es geht nicht. Wir rennen hier jetzt aber durch und gucken uns aber ein bisschen um. Leute, hier, was haben wir denn hier, Digga? Dem können wir sogar reden. Does my frail mind deceive me? Ah, okay, ich glaube, die greifen nicht an. Pigment of my tortured imagination. Ja. Die greifen nicht an, oder? Oh mein Gott, ich will mir doch nur durchlesen, was er gesagt hat, Digga. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hier sind halt einfach noch mehr. Aber wenn man einmal hier oben ist, ist ja okay. Nur rennen mir jetzt halt 300 Leute die ganze Zeit hinterher. Irgendwas wird er schon gesagt haben. Keine Ahnung, juckt mich nicht. Wenn man auf der anderen, dann spawnt man auf der anderen Seite einfach. Ich glaube, das ist symmetrisch. Dann kann man hier in der Mitte lang gehen oder hier. Wir rennen hier einfach durch. Ich brauche die gar nicht töten. Hier ist gar nichts, was ich möchte. Das bisschen Dings, was da immer liegt, ist sowieso immer noch Schmutz, was wir bekommen. Deswegen scheiß drauf. Haha, ich habe gar keinen Bock auf euch. Oh, wie viele Gegner das einfach sind. Und vielleicht finden wir jetzt hier eine schöne Schwester Genessa hin. Dann räumen wir das auch von hinten auf. Weil ich habe keine Lust, jedes Mal so viel zu laufen, Digga. Wir laufen halt Kilometer einfach. Einfach Sprint. Einfach Marathonläufer geworden in dem Spiel. Okay, den nehmen wir kurz mit. Ey, Digga, wir müssen ja eigentlich aufpassen, ne? Den Pilz benutze ich. Safe. I need this Pilz. War da hier nicht ein Pilz? Ja. So. Fressen.
wenn ich hier, ich habe hier gar keine Lust noch zu sterben. Again. Wegen irgendwelchen Scheißviechern. Ach so, ah, das wäre einfach der andere Weg gewesen. Okay. Na gut, dann laufen wir weiter, ne? Da hinten steht noch eine Stude, die schießt. Ich glaube, sonst sehe ich gerade keine mehr. Doch, da steht noch ein normaler Dude. Hier nicht. Lol. So. Scheiße. Den ignorieren wir gekonnt. So. Denk mal, am Ende da ganz hinten wird es dann eine Bossfight geben. Und da macht Schwester Genessa. Können wir da hier noch ein bisschen mit Schwester Genessa chillen? Ich muss gleich so heftig niesen, Jungs. Das ist schlimm. Wandelnde Archive. Guck mal, neues Gebiet gefunden. Dieses eine Gebiet haben wir jetzt richtig schön geskippt, diesen komischen Tempel. Gar keinen Bock auf den gehabt. Ganz ehrlich. Der Typ kommt, glaube ich, hier gar nicht rein, oder? Der ist zu fett. Ich glaube, da habe ich gerade was gesehen. Kurz nochmal kratzen. Ja, das ist doch schon mal interesting. Da gibt es nochmal was Neues zu sehen, endlich. Auch wenn es auch wieder komische Steinplatten sind. Lul, ist das Big Schwester Genessa oder was? Die ist ja mega big. Why are you so big? Hello? Was ist denn los mit dir? Warum bist du so groß? Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation, even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead, foundling. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. So, dann heilen wir uns kurz. Und ich gehe stark davon aus, jetzt geht's Richtung Dings. Links Richtung Bossfight. Das sieht so aus. Da können wir gleich wahrscheinlich wieder irgendwas machen. Ja, da sehen wir dieses Ding. In das wir kosten dürfen. Und jetzt dürfen wir den Bossfight machen. Ah, endlich. So. Lol, ich fall runter? Are you for real? Ich hab nur ein Leben? Oh, die Hunde. Ich fick sie. Jetzt haben wir den Pantheon, Dude. Da ist er ja. Mit einem komischen Typen aus der Brust. Der hat zweimal geboren. Ich denke mal, er hat auch zwei Phasen, ne? Aua. Ich dachte, er wirft gerade den Speer, ehrlich gesagt. Okay. Oh, Scheiße, ich habe dich reingeschissen mit der Versteinerung. Oh.
Oh, ich wollte es nicht machen, Digga. Ah. Oh. Das Problem ist, ich möchte manchmal seine Schüsse versteinern. So wie ich das bei den anderen halt auch gemacht habe. Dann fällt mir ja ein, ja, das ist ja der Bossfight. Dann mache ich aber irgendwie alles gleichzeitig drin und dann reinschiss, Digga. Huch. Aber ich kann einfach den Fight machen, nur mit einem HP. Also ich darf halt nicht sterben. Finde ich cool, dass sie es so gemacht haben. Nein, möchte ich nicht. Geh. Dankeschön. So, müssen wir das wieder wirklich, fallen wir da wieder runter? Ja. Okay, wir werden da wohl jedes Mal runterfallen. Interesting, definitiv. Können wir das skippen? Sieht nicht so aus. Doch. Oder? Nee, das war glaube ich immer so. So. Ah, aber da ist unsere Hülle. Schön. Wenigstens die können wir einsammeln, wenn wir low sind. Es ist echt durchgegangen. Scheiße. Der ist voll eklig mit seinem Schießen, Digga. Der trifft halt trotzdem, Digga. Und er trifft halt seine Hits einfach nicht auf der Versteinerung, Digga. Ich fick ihn. Also. Ach man, wie kann man denn so sein? Ich habe mich versteinert und er trifft. Es sieht so aus, als würde er treffen, weil er einfach daneben geschlagen. No. Wie kann man nur? Das ist voll. Ich hasse das mit Fallen, Digga. Das fuckt mich nicht ab. Ich krieg da die Krise, wenn ich diese zwei Schaden bekomme. Mann. I've kept your flesh safe. Jo, hab ich schon verstanden. Hast du jetzt nicht das erste Mal gesagt. Okay, let's go, let's try again. So. Skippy. So, fallen wir runter. Aus der Shell raus. Da hinten ist ja die andere. So, weiter geht's. Das skippen wir schön. Hallo, Boss. Warte, was? Ich kann mich aber nicht bewegen. What? Was ist denn da gerade passiert, Digga? Der trifft halt mich in der Luft. Das fuckt mich nicht ab. Warum trifft er mich in der Luft? Jetzt bin ich wieder so low. Er ist schon nicht tanky. Also. Und man sollte eigentlich immer im Nahkampf mit dem bleiben. Weil das mit dem Bogenschießen ist echt ekelhaft sonst. Er trifft halt einfach nicht zur Hälfte, Digga. Er trifft halt einfach wirklich zur Hälfte nicht. What the fuck, mate? Was war das?
Der Sprung war echt unangenehm. Er ist jetzt schon ziemlich low. So, jetzt haben wir das. Ich gehe davon aus, er hat noch eine Phase. Was macht er da, Digga, jetzt? Ah, ich habe seinen kleinen Dude getötet. Ich glaube, er wird jetzt wütend. Ja, die Kamera ist so komisch, ne? Okay. Ja, der ist wütend. Lol. Er greift aber nicht mehr an. Okay, oh mein Gott. Okay, er macht wieder das, ja. Digga! Der Kick packt mich ab. Ich habe richtig Angst, dass der letzte mich trifft. Manchmal trifft der, glaube ich, manchmal nicht. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Das war close. Der zweite Tag kommt nie durch, irgendwie. Aber naja. Ich will da halt kein Risiko eingehen, weil ich halt so low bin. Jetzt. Jetzt ist er durchgegangen. So werden wir das jetzt ein bisschen regeln, eigentlich. Ja, kam nicht durch. Digga, er greift halt auch nicht selber an, das ist voll komisch. So, jetzt ist es durchgekommen. What the fuck? Ich hab fast reingeschissen, Digga. Fast reingejoked.
glaube, nicht zu springen ist besser. Oh, close. Das sollten wir jetzt eigentlich safe runterspielen. Ich warte trotzdem auf die Versteinerung. Ich will hier nicht noch sterben. Mir ist das schon so oft passiert. So, jetzt haben wir ihn. Oder hat er noch eine Phase? Ne, ich denke nicht. Tada. Ja, der Boss war sehr vergleichsweise unspektakulär. Also ich fand den davor, der war auf jeden Fall viel geiler. Sagen wir einfach mal so. Der war jetzt nicht wirklich spektakulär, der Fight. Hier lag doch auch noch irgendwas. Ey, Bro, das hatte ich doch gesehen. Naja. Oh. Auf jeden Fall holen wir die jetzt diese andere Grandula raus, aber trotzdem. Ah, Digga. Es wird wieder dunkel. Die verknotete Glandula war's. Ah, es leuchtet. Yo. Gut, jetzt müssen wir dahin wieder zurückkehren. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Denke ich mal. Wir reden kurz nochmal mit der Stute. Yes, you've done it. The sacred gland is yours. Perhaps it was always yours. If you manage to extract the true nectar, be wary. Sip slowly. I remember a heretic who drank deeply. He took what wasn't his and gulped it down greedily. He was unrecognizable afterward. Another man entirely. This was his reward and his penance. Hm. Wird kosten natürlich, weil wir low sind. So. Okay, wir können sogar was freischalten. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Irgendwelche passiven Fähigkeiten. I hid my disfigurement beneath my cowl and slipped away. I was delirious when I reached the seat of infinity. Did I dream up this kind soul among the cherubs and the faceless masters? She welcomed me without flinching and offered nourishment. Had my throat always been this parched? Weiß ich nicht. Damit haben wir es hier fertig. Freunde, wir müssen wieder wahrscheinlich durch ein paar Geister uns beim nächsten Mal kämpfen. Es hat wieder Spaß gemacht, die Folge, auch wenn ich wieder abgefuckt war. Wir sind aber endlich bald aus diesem Gebiet raus und kehren zurück mit einer neuen Grandula. Die ist riesengroß. Wir hören keine Musik. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein und ciao.